Heute erkläre ich dir, wie wir Zauberer eine Münze auf genau diese Art und Weise hier verschwinden lassen. Genau. Dazu nutzen wir den sogenannten French Drop. Ihr haltet die Münze in genau diesem Griff hier. Während meine rechte Hand jetzt kommt und meine Finger verdecken das Ganze von vorne, während ich nach der Münze greife, lasse ich sie fallen und sie landet in dieser Position, okay? Also, zack. Ultra wichtig ist dabei, die Hand mit der Münze bewegt sich zu meiner Mitte hin. Ich mache den French Drop, ja, jetzt liegt hier die Münze. Und diese Bewegung hier führt meine rechte Hand jetzt fort, während meine linke Hand direkt runter geht. Beispielsweise, wenn ihr steht, lasst ihr die Hand einfach runterbaumeln auf Hüfthöhe. Oder wenn ihr am Tisch sitzt, geht ihr einfach runter zu Tischkante. Und meine Augen verfolgen genau diese Linie dabei. Das ist unglaublich wichtig, sonst ist das nicht täuschend. Das hier ist nicht täuschend. Zusammen kombiniert sieht das Ganze dann so aus. Die Münze verschwindet hier und natürlich auch hier. Ich habe ein ausführlicheres Video mit noch viel mehr Tipps auf meinem YouTube-Kanal. Also für die Nerds unter euch, checkt das Ganze gerne aus. Ansonsten, wie ihr eine Münze auf die Art und Weise verschwinden lassen könnt, das bleibt mein Geheimnis.